Radio Mecklenburg-Vorpommern hier. Wir begleiten euch vom 7-Night-2-Konzert im Rostocker Ika-Park. Gut gelaunt nach Hause und haben natürlich in unserer Konzertzugabe seine größten Hits im Gepäck. 7-Night-2, ein Typ wie du und ich, kann man sagen, der auch immer mal wieder einen dicken Hals bekommt, wenn er sich aufregt. Aber was bringt ihn denn so auf die Palme? Und was wieder runter? Auf die Palme bringt mich, glaube ich, diese Angstmacherei vor sowas wie der Schweine, die Rippen. Da krieg ich so ein Taubenwort. Obwohl natürlich, wenn es eine schlimme Grippe ist, dann ist es wahrscheinlich alle aufregen, ist ja gerechtfertigt, aber man hat so den Eindruck, dass manchmal doch einige Themen sehr reißerisch behandelt werden und die Leute einfach schnell nochmal ein paar Mal für irgendwas losgeben, um sich den Fuß zu schützen. Das macht mich schon aufregend, wenn ich irgendwie dahinter komme, dass das davon gehalten ist. Und was mich wieder runterbringt, ist eine entspannte CD im Auto zu hören. Es war schon immer so, das ist auch immer so. Das ist ein gutes Stichwort. Entspannende Hits hat Xavier Naidoo ja jede Menge gemacht. Denk zum Beispiel, was wir alleine nicht schaffen, war ja 2006 auch der Hit bei der Fußball-Weltmeisterschaft für unsere Nationalelf. Hört ihr jetzt hier bei Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern an diesem Sonnabend.